Ich lese das Solinger Tageblatt vom Dienstag, den 1. Oktober 2019. Und wie immer interessiert mich besonders der Lokalteil. Das Titelbild ist Sturmtief Mortimer mit einem Regenschirm. Kann ich mal gerade zeigen. So. Vorne im Lokalteil geht es um die VHS-Gebühren für 2021. Betrifft mich nicht. Internet öffnet Blick auf das alte Solingen. Im Rathaus wurde gestern der historische Atlas Solingen vorgestellt. Über die Internetseite der Stadt ist so anhand von Fotos, Luftbildern und Stadtplänen die Geschichte der Stadt zu erkennen. An der Stelle möchte ich sagen, dass das nicht die Definition von Geschichte ist. Die bedarf nämlich schriftlicher Quellen und nicht nur irgendwelcher Luftbilder und Landkarten. Zu gut Deutsch, eine Karikatur, in der was geschrieben wird, ist Geschichte, aber nicht ein einzelnes Luftbild. Wenn, muss das Luftbild noch beschrieben werden? Habe ich mal so gelernt, halte ich für sinnvoll, so eine Definition. Bergischer HC-Visier, das interessiert mich sowieso ein Scheißdreck. Ich spiele meistens in Wuppertal. Das Wetter, Regenschirm ist ein Muss. Heute hat es geregnet, ich bin zweimal nass geworden. Ja, so. Und dann gibt es einen Nutri-Score, was das neue Nährwert-Logo für Verbraucher bedeutet. Das ist der Regionalteil. Sport findet man woanders hin. Herbststurm bremst die Bahn, passt zu irgendwas, was im Lokalteil steht. Jahre Volksrepublik China zeigt seine Muskeln. Deutsche Politiker und die Englisch will ich auch nicht wissen. Prozess gegen die Regierung ist ziemlich ehrlich. Ist weit genug weg zu mir. Umweltspur kommt in den Herbstferien. Es geht um Düsseldorf. Karikatur. Auch so lala. Dann gibt es hier um die Rente auf Seite 2. Diesel fahre jetzt auf Augenhöhe mit VW. Naja, so. So, die Leiterin der VHS heißt Anna Lenker und am Sitz der Bergischen VHS am Birkenweiher berechnet das Team von Leiterin Anna Lenker die Auswirkung einer Umsatzbesteuerung.
Finde ich interessant. Die gibt es schon was länger, die Umsatzsteuer. Irgendwer hat da wieder nicht alle an der Klatsche. Bund will 2021 die Umsatzsteuerbefreiung für viele Bildungsangebote kippen. Gibt es die wirklich? Die Volkshochschule sucht Hilfe in der Politik. Naja, wenn die bisher befreit sind. Und dann gibt es hier einen Standpunkt: Bildung ist ein Recht für alle. Leistungen der Bildungsträger. Ich habe was anderes zum Thema Bildung gelernt. Dass jeder sein eigener Bildungsträger ist. Und dass man sich an solchen Anstalten bilden kann. Naja. VHS-Kurse und Umsatzsteuerbefreit sind, wusste ich. Dann verunreinigtes Arzneimittel, tote Schwangere war Solingerin. 28-Jährige und ihr per Notkaiserschnitt geborener Sohn starben. Und dann gibt es mal wieder die FDP, die gibt es ziemlich oft mittlerweile auf dem Titelbild. So, und Schwattepöhle war die Feuerwehr gegen umgestürzte Bäume im Einsatz mit einem Leiterwagen. Der Steve Mortimer hat in der Nacht zum Montag nur geringfügigen Schaden in Solingen angerichtet. Am Balkhauser Weg musste die Feuerwehr jedoch um 2.50 Uhr einen umgestürzten Baum wegräumen. Einen weiteren kleinen Einsatz gab es an der Straße Schwarze Fehde. Am späten Vormittag hatte sich das Wetter beruhigt. Normalerweise sperren die am Balkhauser Weg immer die Straße. Wenn ich einfach so einen Baum weg. Den Weg braucht auch keiner. Bei Sturm ist der wahrscheinlich auch gefährlich. Ist hier direkt um die Ecke. Wie gesagt, ist VHS-Kurse umsatzsteuerbefreit, das wusste ich nicht. Wenn der Bund jetzt 2021 das ändern möchte. Und dass die Volkshochschule ein Bildungsträger ist, ist mir auch neu. So, dann nochmal der Kommentar: Geschichte bedarf schriftlicher Quellen, Bilder allein sind noch keine Geschichte. Dann ist eine 80-jährige Düsseldorferin gestorben und ein 23-jähriger Solinger wurde schwer verletzt. Zwar in Erkrath. Jetzt mal wieder um Stammzellenspende, interessiert mich auch nicht. Ich trinke regelmäßig Bier. Dr. Martin Klever von Rotary Klingenfahrt möchte Schüler als potenzielle Spender gewinnen. Das ist immer eine schöne Idee, wenn man mit medizinischen Behandlungen und mit Eintragungen in Datenbanken ausgerechnet an Schüler herantritt. Und jetzt, Dr. Martin Klever, du bist ein absolutes gewissenloses Arschloch. Ich sag's hier in die Kamera.
Deine Scheißfratze gehört einfach nur noch zusammengeschlagen, wenn du damit an Schüler rantrittst. Ich zeige jetzt auch das Bild in die Kamera. Bah, bist du ein schmutziges Stück Scheiße. Das ist Dr. Martin Klever, der möchte das Schüler-Stammzellenspender werden. Und ich sage es nochmal, der Typ ist das letzte Stück Scheiße. Hoffentlich hat den jetzt jeder gesehen. Es wird irgendwann auf YouTube geguckt. Tschüss.